So, ich stehe hier an dem Messestand von Energiebündel Schulze, heißt das zusammen. Ja. Und spreche mit Herrn Herbert Günther. Herbert Günther. Und was stellen Sie hier aus? Es geht um Strom, habe ich gesehen, 25% Strom sparen. Was können Sie mir dazu erzählen? Genau, wir haben hier eine Vertretung von der Firma Fostag aus der Schweiz. Fostag beschäftigt sich mit Tachyonenergie und haben seit 25 Jahren Produkte entwickelt zur Elektrosmog-Harmonisierung und Erdheilung und so weiter. Und haben dann festgestellt, dass die Anwender in den 25 Jahren, wo sie das machen, festgestellt haben, dass sie, wenn sie die Produkte eingesetzt haben, ca. 20-30% Strom reduziert hatten, weniger verbraucht haben. Und da haben die erst keine Lösung für gehabt, wussten nicht, wo das herkam, bis dann russische Quantenphysiker damit an Bord kamen und festgestellt haben, dass das was mit der freien Energie zu tun hat, was Nikola Tesla entdeckt hat. Und so ist dann ein Gerät daraus entstanden. Das ist der Fostag Maximus. Dieses Gerät wird im Stromkreis eingebaut, wird hinterm Zähler gebaut, wo das Kabel aus dem Zähler rauskommt und dann wieder in die Sicherung reingeht und wird der gesamte Strom einmal durchgeleitet. Statt ein Wasserfilter ein Stromfilter. Und damit werden alle Elektronen optimiert, werden die Kabelverluste, die von den E-Werken kommen, mit optimiert. Und zusätzlich haben die eine Antennenwirkung, denn wir haben ja zwischen Erde und Ionosphäre haben wir einen Spannungsausgleich. Und die freien Elektronen, die hier um uns rumsausen, da saugt er sich wie so ein Energiestaubsauger einen Teil davon zu und speist die hinterm Zähler mit ins Stromnetz ein. Das ist ja schon wie ein kleiner Generator quasi. Genau. Und zusätzlich wird durch die Programmierung, die hier auf den Röhren ist, in den Röhren drin ist, wird der Spin in dem Elektron umgedreht. Wenn er von E-Werken kommt, ist er rechts drehend, erzeugt Elektrosmog. Und wir drehen ihn um, links drehen und machen wieder Naturstrom daraus. Und erhöhen die Geschwindigkeit der Drehung um 1,2-fach 8 der Lichtgeschwindigkeit und bauen ein Kraftfeld auf. Und damit wird um das gesamte Gebäude wird dann eine elektrosmogfreie Zone gemacht. So haben wir praktisch eine Energieoptimierung, Harmonisierung und eine Reduzierung des Stromverbrauchs im Verbrauchsstromkreis. Und in Verbindung mit Photovoltaik wird dann, wenn die Photovoltaikzelle innerhalb dieses Feldes ist, was dann zu empfehlen ist, geht das Elektron, was hier drin ist, in dem Silizium, in Resonanz mit dem Elektron in der PV-Zelle, da ist ja auch Silizium drin, baut eine Schwingung auf und verändert die Struktur der Zelle, dass die empfindlicher wird und mit weniger Licht auskommt. Und dadurch dann in den Morgenstunden früher schon anfängt einzuspeisen und macht abends Überstunden, dass dadurch der Mehrertrag kommt. Und auch aus den sonnenschwachen Monaten, wo nicht so viel Licht ist, das wird dann auch noch rausholen. Und so praktisch übers Jahr gerechnet ca. 20% mehr Energie rauskommen. Es gibt ja Menschen, die sich schon viel mit Elektrosmog auseinandergesetzt haben, mit dieser Problematik. Und ich kenne auch welche, die haben Aluminium an die Wände geschmiert. Es gab so Farben, um diesen Elektrosmog, um sich so einen faradäischen Käfig zu Hause einzurichten. Aber den würde man sich ja damit dann sparen. Genau, solchen Aufwand, weil mit Abschirmung, man kann sich zwar von den elektromagnetischen Wellen erst was abschirmen, aber nicht 100%, weil irgendwo muss das bleiben und irgendwo dringt das so durch. Ja. Und der Nachteil bei Abschirmung ist, dann entschirmt man sich auch von der positiven Energie, die Lebenskraft, auch mit ab. Einmal das, was aus der Erde kommt und einmal das, was von oben kommt. Ja. Und die wollen wir gerade haben, das ist ja unsere Lebenskraft. Sagen wir mal, klügere Variante. Ja, hier ist die Harmonisierung die Lösung. Ne? Und das ist ja, wie Sie schon gesagt haben, mit dem Prinzip von Tesla, wie auch der Tesla-Turm, den wir draußen stehen haben, ist ja, der arbeitet ja auch mit Tachyonen. Ja, und darauf basiert das hier auch alles, auf die Erfindung von Tesla. Dann Dankeschön für das Interview. Ja, gerne.
Tschüss.